Das Zweite. Das ist ein Geschenk für die FDP gewesen, nichts anderes. Und das Zweite, Herr Kauder, nur noch eine Bemerkung. Also die Bibel ist ja für jeden erlaubt, auch für mich. Und ich finde, ich interpretiere sie besser als Sie. Es tut mir leid. Kollege Gysi, einen Augenblick mal bitte. Darf ich da mal darum bitten, dass wir auf der Regierungsbank mindestens die Sicht auf den Redner wiederherstellen, wenn schon nicht die allgemeine Aufmerksamkeit sichergestellt werden kann? Wissen Sie, Frau Bundeskanzlerin, wenn zu Ihrer Rede eine Aussprache stattfindet, sollte man ab und zu auch mal Hörziehen hören und nicht solche Arroganz an den Tag legen. Aber davon abgesehen, und ja, ich wundere mich, ich muss es mal sagen, Frau Bundeskanzlerin, Sie hören viel zu wenig auf uns, die demokratischen Sozialistinnen und Sozialisten. Ja, aber auf die chinesischen Kommunistinnen und Kommunisten hören Sie. Das ist schon merkwürdig, Herr Brüderle. Sie sollten mal darüber nachdenken, wer hier das Mao-Jäckchen trägt. Ne? Und Sie, Herr Steinbrück, haben im Haushaltsausschuss gesagt, dass die Finanztransaktionssteuer eine sozialistische Spinnerei sei. Das liegt schon ein bisschen zurück, ja, liegt schon ein bisschen zurück, Herr Steinbrück. Trotzdem, jetzt gibt es doch nur zwei Möglichkeiten, Herr Steinbrück. Entweder Sie sind auch ein sozialistischer Spinner oder die Antiglobalisierungsbewegung und die Linken hatten schon damals recht. Äußern Sie sich doch mal zu diesen beiden Varianten. Ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Frauenbild der Männer der CDU-CSU. Also, ich muss Ihnen ja sagen, ja, ich kenne Ihr Frauenbild. Sie stellen sich Frauen so vor, die sitzen zu Hause, betreuen, versorgen und erziehen die Kinder, dann machen sie die Wohnung sauber, dann kümmern sie sich um die Wäsche aller Familienmitglieder, dann bügeln sie die Hemden der Ehemänner, dann gehen sie einkaufen und dann stellen sie ihnen die Puschen hin, damit sie abends bequem im Fernseher sitzen können. Aber ich sage Ihnen, dieses Frauenbild ist sowas von veraltet, dass ich mich wundere, dass Frau Hasselfeld in der CSU nicht darum kämpft, dass das endlich mal überwunden wird. Ich sage, nein, nein, prophetisch war ich schon immer, das ist gar nicht neu, Herr Kauder, das ist gar nicht neu, das ist gar nicht neu. Und das heißt, die Opelaner, Sie wollen sagen, meine Redezeit ist ja, vorbei, das leider auch für prophetische Reden, Sie, die profanen Regelungen müssen, unserer Geschäftsordnung aber Sie gelten. Aber zugeben, Herr Bundestagspräsident, das ist sehr traurig, was das hier absolut, so also ja. rumgeeiert wurde. Was glauben Sie, was ich Ihnen alles gerne noch erklärt hätte? Ja. Na schön, dann lassen wir das bleiben. Dann sage ich Ihnen am Schluss nur noch... Aber es wird manche Kollegen trösten, dass wir das dann bilateral ausmachen. Gut, ja, das machen wir dann. Aber wissen Sie, ich muss mit so vielen Leuten aus der Union reden, um die... Naja, gut, also ich lasse das bleiben. Ich will gar nicht sagen, an welche Zeit mich das erinnert, wo solche Berichte so getürkt wurden. Es haben Sie doch nicht. Da haben möglich. Sie aber fast finde, Glück, dass dafür auch gar keine Zeit mehr besteht. Ne? Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden 11 Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir rennt Ihre Uhr immer. Ja, aber ja. Ich danke Ihnen trotzdem. Alles Gute. Also, Herr Kollege Gysi, falls Sie den verwegenen Gedanken mit der Uhr weiterverfolgen wollen, bitte ich herzlich darum, die Wertgrenzen einzuhalten, die mich zwingen würden, zunächst beim Bundestagspräsidenten die Genehmigung einzuholen. Ich muss Ihnen sagen, das Frühstück. Wissen Sie, es gibt kleine Hotels in Frankreich, da kriegt man ein Croissant, ein Klacks Butter und ein Klacks Marmelade. Das ist ja ganz nett, aber noch kein Frühstück. Wir Deutschen können besser frühstücken. Und ich glaube, letztlich nur gut gefrühstückt kann man auch richtig protestieren. Und deshalb hat sich nichts geändert. Der einzige Unterschied ist, dass aus einer Vollzeitarbeitsstelle 3/3 Stellen geworden sind. Damit verbessern Sie die Statistik, aber nicht die Lage der Leute. Im Gegenteil, die wird nur prekärer. Schutz. Und damit, Sie wollen doch nicht sagen, dass ich meine Redezeit schon um ist. Die ist schon quasi mehr als um. Also wissen Sie, Frau Präsidentin, ja, ich höre ja auch auf, sehen Sie mal, ich hätte Ihnen noch so viel erklärt, wie das Ganze auch noch zu finanzieren ist. Aber wissen Sie, der Redner vor mir hatte auch 11 Minuten und die dauerten so viel länger als meine. Also da müssen wir mal was ändern dran. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute. Ich weiß nicht, ob es im Augenblick wirklich die Zeit ist, dass sich die CSU so ausführlich zur Familienpolitik äußert. Aber davon mal abgesehen... Aber davon mal abgesehen. Und dann sage ich noch was zur Gemeinschaftsschule. Also es gibt hier wahrscheinlich mehrere im Bundestag, aber zwei kenne ich. Das ist Angela Merkel und das ist Gregor Gysi. Und
Wir haben beide eine Gemeinschaftsschule besucht. Und glauben Sie im Ernst, ich meine, es kann ja sein, dass wir die Dümmsten im Bundestag sind. Ich habe da meine Zweifel. Herr Steinbrück, nun werfen Sie der Kanzlerin vor, dass sie vieles bei der SPD abgeschrieben hat. Aber da wäre ich ja als SPD sehr zurückhaltend, was Sie alles bei uns abgeschrieben haben. Ja? Wenn ich darauf mal hinweisen darf. Da wäre ich etwas vorsichtiger. Herr Präsident, mein letzter Satz. Ich überlege mir, ob ich Ihnen drohe. Ja, wirklich, Herr, passen Sie auf. Indem ich sage, dass ich doch vielleicht versuchen werde, so lange im Bundestag zu bleiben, bis man in Ost und West und die Frauen und Männer endlich für gleiche und gleichwertige Arbeit in gleicher Arbeitszeit den gleichen Lohn und für die gleiche Lebensleistung die gleiche Rente erhalten. Wenn ich das androhte, sollte es doch wenigstens ein gewisser Ansporn für Sie sein, das möglichst schnell zu erleben. Und manches, Herr Kollege Gysi, was im ersten Leben nicht so richtig geklappt hat, klappt dann hoffentlich im zweiten. Und Herr Bundespräsident, ich bin ja sehr beruhigt, dass NSE entschieden hat, Sie nicht mehr abzuhören. Und Frau Bundeskanzlerin, ich bin auch beruhigt, dass NSE entschieden hat, Sie nicht abzuhören. Aber wir alle anderen, Herr Bundesverfassungsgericht, tut mir leid, Sie auch, wir alle anderen werden abgehört. Das müsste man doch mal beenden, und zwar sofort und unverzüglich. Herr Präsident, ich missbrauche die Wortmeldung natürlich nicht dazu, aber es geht eins nicht, dass Sie am vergangenen Samstag 65 Jahre alt geworden sind und das hier nicht erwähnt wird. Meine herzlichen Glückwünsche, ich glaube, im Namen des ganzen Hauses. Herr Kollege Gysi, ich bedanke mich sehr. Es wäre natürlich schon gegangen. Und im Unterschied zu manchem anderen bestünde hierfür keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit. Umso mehr beeindruckt mich Ihre Kurzintervention, wenn wir das während der Legislaturperiode auf diesem Niveau durchhalten könnten, wäre das ja schon mal eine Perspektive. Das heißt, Herr Bundestagspräsident Professor Lammert, Sie werden nach wie vor abgehört. Das heißt, dass der Bundesrat... Im Unterschied zu Ihnen trage ich das mit Fassung, Herr Kollege Gysi. Das heißt, dass der Bundesratspräsident abgehört, ich bin ja noch nicht fertig. Wenn Sie wirklich die Bundesstraßen verkaufen, dann sage ich Ihnen, was passiert. Dann werden die Länder anfangen, die Länderstraßen zu verkaufen. Dann werden die Kommunen anfangen, die Kommunalstraßen zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel Mauts wir dann überall bezahlen müssen. Das lasse ich mal noch alles weg. Aber eins sage ich Ihnen, Herr Schäuble, wenn das je passieren sollte, muss ich Ihnen ein bisschen drohen. Dann werde ich mit allen Mitteln versuchen, die Straße zu kaufen, in der Sie wohnen. Und dann wird das für Sie sehr teuer, wenn Sie nach Hause wollen. Und außerdem benenne ich dann die Straße um. Und es wird Ihnen am peinlichsten sein, immer schreiben zu müssen, dass Sie zum Gysi Nummer 1 wohnen. Aber das mache ich dann, das ist garantiert. Plus sage ich Ihnen eins. Ich will nicht rechthaberisch sein. Ich habe mich auch oft in meinem Leben... Gut, dann sage ich, ich will nicht mehr rechthaberisch sein. Ja, das können Sie akzeptieren. Passen Sie auf. Und ich habe in meinem Leben mich auch geirrt. Das bestreite ich gar nicht. Aber ich sage Ihnen, private Investitionen fördern soll. Jetzt muss ich mal erklären der Bevölkerung, wie das aussieht. Also, ja, Sie müssen sich dabei jetzt ein bisschen beeilen, Herr Gysi, nicht? Eigentlich besteht dafür nämlich gar keine Zeit mehr. Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das ab. Ja, Sie können, Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen, dann hätten Sie die nötige Zeit. Ich weiß gar nicht, Herr Bundestagspräsident, ob Ihnen eine solche Bewertung zusteht, aber ich nehme Sie mal einfach hin. Ich fand das übrigens auch bis dahin schon ziemlich interessant. Außerdem wurden ja die Wahlkämpfe auch von Helmut Kohl, Willy Brandt und Hans-Dietrich Genscher geführt, während wir natürlich keinen Westimport zur Unterstützung bekamen, aber macht ja nichts. Und Helmut Kohl, ich hatte darauf gehofft, und Helmut Kohl hat... Es ist auch nicht erinnerlich, dass der angefordert gewesen wäre. Ja, es hat sich keiner gemeldet, Herr Bundestagspräsident. Es wäre ganz schön, wenn diejenigen, die jetzt... tatsächlich oder vermeintlich dringenderes Vorhaben, das auch möglichst geräuschlos realisieren und dann die notwendige Aufmerksamkeit im Plenum erhalten bleibt.
Ja, und da steuern wir nochmal nach. Ja, okay, bitte. Sagen Sie im Ernst, Herr Präsident, ich war bisher nicht zu verstehen, dann muss ich ja alles wiederholen. Nein, nein, ich weiß, Herr Kauer. Mindestens unsere Protokollführer haben alles mitbekommen, es bleibt alles klar, ja, ne? Erhalten. Ob das reicht, Herr Präsident. Erstens, nein, das hat auch Frau Wagenknecht nicht gefordert. Sie müssen das richtig lesen. Der Journalist hat sich geirrt und inzwischen sich entschuldigt. Also bei Ihnen hat sich noch nie ein Journalist geirrt in Ihren 20 Jahren. Nur erzählen Sie mir mal nicht solchen Blödsinn hier. Ja, das kann ich ja nun gar nicht mehr nachvollziehen. Wissen Sie genau, was danach passiert? Wir tun immer alle so oberschlau. Wir können das gar nicht einschätzen. Ja, ich finde, ich auch, aber bei mir stimmt es doch wenigstens ein bisschen. Aber davon mal abgesehen, in dem festgeschrieben ist, wissen Sie, Ihr Hass auf die Linken ist gar nicht nachvollziehbar. Wo sind Sie eigentlich Mitglied der SPD geworden? Setzen Sie sich doch gleich dahin, kann ich nur sagen, Herr Kahrs. Aber mal abgesehen davon. Sie wissen, werden es jetzt gleich wieder bestreiten, aber trotzdem, ich bin ein Anhänger von Logik. Und deshalb Folgendes. Ich wusste es. Ja, jetzt kommt ja meine Logik. Passen Sie auf. Also, zunächst muss ich Ihnen natürlich eine falsche Hoffnung nehmen. Es ist nicht meine letzte Rede als Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Sie müssen mich schon noch mal ertragen. Das wollte ich Ihnen nur vorher schon sagen. Ja? Lieber Kollege Gysi, Ihre letzte Rede als Fraktionsvorsitzender der Linken hatte ja streckenweise fast den Charakter einer Regierungserklärung. Dazu fehlt es jetzt nur noch an den erforderlichen Mehrheiten. Ein wesentlicher Unterschied des vereinten Deutschlands, an das wir an diesem Wochenende in besonderer Weise erinnern, im Vergleich zu dem Staat, der vor 25 Jahren dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten ist, besteht darin, dass in diesem Parlament nicht nur überhaupt auch Minderheiten zu Wort kommen, sondern regelmäßig mit längeren Redezeiten, als ihnen statistisch überhaupt zusteht. Herr Kauder, ich hatte so gehofft, Herr Kollege Kauder, dass Sie eine Krankheit überwinden, wenn ich aufhöre als Fraktionsvorsitzender, aber Sie leiden immer noch schwer darunter. Ich muss das der Bevölkerung erklären. Es gibt eine pathologische, also krankheitsbedingte Ausschließeritis. Und diese Krankheit führt dazu, dass Sie mit den Linken zusammen keinen Antrag machen. Ich glaube, ja, glauben Sie es mir, Sie müssen sich einen Ruck geben. Ich will es Ihnen auch erklären. Ich merke, Herr Bundestagspräsident, ich will es Ihnen bloß kurz erklären. Wissen Sie, als ich vor einem Jahr das letzte Mal erklären Sie mir es nachher. Hatte ich immer die 7 Minuten. Ist rum, Herr Kollege Gysi. Ich weiß, aber da hatte ich immer 7 Minuten. Ich muss mich auf 6 erst einstellen. Ja, aber gut, Sie haben jetzt auch schon 7. Ja, ich höre dann auf und sage ich nur danke so viel. Kollege Dr. Gysi, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja. Aber Sie müssen die Uhr ganz anhalten. Ich meine auch danach. Zur Türkei wird die Abgeordnete. Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Letzter Satz wird die Abgeordnete Dallelen sprechen. Letztlich noch ein Hinweis zu Europa. Schritt für Schritt. Nein, Herr Kollege, Ihre Redezeit ist wirklich deutlich überschritten. Ich will nur, dass wir für die Jugend...